Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ira, Eine ja! neue Folge, meine Lieben. Herzlich willkommen in unserer neuen Behausung. Genau, wir haben uns hier gemütlich gemacht in der letzten Folge, weil wir auf Reise waren. Jawohl! Und haben Sättel gesucht. Genau, die erfolglos war, die Reise. Nö, die Reise nicht, die Sattelsuche. Ja, aber wir haben zwei Dracheneier, beziehungsweise wir haben jetzt ganz viele Dracheneier wieder. Glaube ich, 9 insgesamt haben wir jetzt. Ja, ich glaube auch. Wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls haben wir aber ganz liebe Zuschauer und die haben das schon vorausgeahnt. Die letzte Aufnahmesession läuft noch nicht, gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Also können wir das schon sagen. Die haben uns einfach mal ein paar Sattel gespendet. Genau, die werde ich nachher erst reinlegen können, weil wir ja noch auf Reise sind. Deswegen habe ich noch meinen Operator-Modus. Und damit ich gleich im Game-Mode gehen kann, um die reinzulegen halt. Ach so, ja, eben, wir sind ja nicht zu Hause, deswegen konntest du das nicht machen. Genau. Ich will jetzt noch hier die Moossteine, will ich jetzt noch gerne mitnehmen. Ja, ich klopp die mal mit dir raus. Und ich würde sagen, wir reisen auch erstmal nach Hause und sichern unseren Stuff. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Aufnahme so besprochen. Ja, oder zumindest danach. Wir wollten nur noch die Moossteine nehmen und jetzt Vorsicht, wenn wir jetzt hier rausgehen, da lauern, glaube ich, schon die Monster. Ja. Ey, nö, hier ist Kinder zu sehen, die müssen an einer anderen Stelle lauern. Ja. Das kann gut sein. Gehen wir mal raus. Wir müssen jetzt erstmal wieder unseren Weg nach draußen bahnen. Das heißt, ich weiß nicht mehr, von wo wir gekommen sind, weil die letzte Aufnahme jetzt, wie lange her ist? Eine Woche? Ja, eine Woche. Oder zwei? Ich weiß es nicht. Wir haben die letzte Woche eher mit WoW verbracht. Aua. Oh! Pass auf, da kommt eine Spinne. Ich sehe sie schon. Ja. Aber die hat ein Schwein auf dem Kopf. Die nehme ich mir vor. Mach das. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja, wir haben die letzte. Wir sind momentan halt sehr, sehr viel am Vorproduzieren. Das heißt, wir sind jetzt auch mit Ära in der Vorproduktion. Ja, das ist und sehr hart jetzt. Das heißt, wir werden jede Woche so circa zwei Aufnahmen machen. Huch! Ich dachte, das bist du! Nein! Ich dachte die ganze Zeit, das bist du! Oder war das ein Zombie? Ja. Genau, also wenn ihr Vorschläge habt, Sachen, die wir bauen sollen. Ich dachte, wir sollen raus. Wie bitte? Ich dachte, wir sollen raus. Ja, gehen wir ja auch. Weil du noch hier am Abbauen bist. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, sorry, aber ich seh die ja, gut. Zäune und weiß, dass ich sie noch brauche. Und, Nee, los, komm, lass uns abhauen. Meine Spitzhacke. Du hast meine Spitzhacke eingesammelt. Ich hab deine Spitzhacke? Ja. Mann. Gib die mir doch nicht. Oder? Ja. Ja. Ich möchte ja nicht deinen Stuff. Genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt halt in der Vorproduktion. Wenn ihr Vorschläge habt zu Themen, zu anderweitigen Sachen, die wir gerne besprechen, mal sollen in der Aufnahme oder ähnliches, dann hinterlasst es uns entweder auf meinem Blog als Kommentar. Oder auf Facebook als Kommentar. Oder hier unter den Videos als Kommentar. Genau. Und wir müssen jetzt halt sehr, sehr viel vorproduzieren, weil wie gesagt, der Umzug steht bald an. Ne? Genau. Es ist ja nicht mehr lange hin. Und darum, dass ihr auch weiterhin Folgen zu gucken habt. Dass wir keinen Stress haben mit dem Aufnehmen. Wir müssen ja sowieso erst noch gucken, wie wir aufnehmen und alles, wenn Susi dann hier wohnt. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Deswegen machen wir das lieber ein bisschen auf Nummer sicher, dass wir uns das erstmal in Ruhe auskaspern können. So ist es. Das heißt, ihr könnt gerne trotzdem weiter unter den Videos kommentieren. Wir gehen auch, soweit es möglich ist, dann immer darauf ein. Allerdings wird es dann für euch immer die meiste Zeit etwas später erst. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Achso, du standst halt gerade eben so. Ja, ich habe gerade was geguckt im Inventar. Achso. Kamen wir nicht sogar von hier? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist echt schwer jetzt, oder? Ich glaube hier. Jetzt müssen wir uns einfach mal hochgraben. Weil das ist ja jetzt auch wirklich schon wieder leer. Keeper! Ja, auf jeden Fall. Wir produzieren jetzt halt massig vor. Darum werden die Aufnahmesessions jetzt meistens was länger gehen.
Heute haben wir zum Bleistift 4 Stunden Aufnahme angesetzt. Vielleicht durch einen kleinen Cut unterbrochen, der wirklich aber nur vielleicht 10 Minuten, höchstens eine Viertelstunde dauert. Falls wir ihn machen, wohlgemerkt. Genau, sammelt die mal eben ein. Ja, falls einfach was dazwischen kommt. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Nein, das ist eine neue. Das ist eine neue. Das ist eine neue. Oh, Dracheneier! Sattel! Dracheneier, Baby! Dracheneier, noch mehr! Nein, komm mir auf! Wir haben jetzt 6 Dracheneier schon wieder im Inventar. Nimm du den Sattel mal bitte mit. What the fuck? White Stone, Blue Stone. Aha. Lassen wir erstmal hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ja. Alter! White Stone, was sind denn das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann man die einfach hier lassen? Ja, dann nimm mit. Dann nimm mit. Das und das und das und die Schablonen, die sind auch immer gut. Das ist nämlich ein, sag mal mal, fossilen, die behalten mal lieber. Ach nee, die Tomatensamen sind auch gut. Ach nee, dann scheiß auf den, auf die Schablone. Oh mein Gott, er hat mich alleine gelassen. Nein, hab ich nicht. Ich bin ganz in der Nähe. Ach, ich höre dich kauen, gut. Ach, warte mal, was ist das? Ach, wieder Quantum brauchen wir nicht, okay. Erstmal, jedenfalls. Kohle, 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 Kohle. So, wir müssen unseren Stuff sichern. Die Mustang lassen wir jetzt erstmal hier, ne? Ja, wir sichern erstmal unseren Stuff. Wir bauen uns jetzt vorsichtig nach oben, ja? Okay, was ist das für ein Geräusch? Was ist denn für eins? So ein Zischen. Das war ein Creeper, der gerade irgendwie gestorben ist an Lava oder ähnliches. Ach so. Also ganz in der Nähe sozusagen. Ja, kannst du mir ruhig hinterhergehen? Ja, ja, ich komme. Fackel? Wir bauen uns jetzt hier vorsichtig nach oben. Ich hab einen Creep, man gehört. Mhm. Andy! Andy, oh. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal in die Fledermaus. Okay. Warte. Ich folge dir. Follow me, I follow you. Und bevor du fragst, wo ich bin, da ist ja übrigens der Enderman, nicht angucken. Nach oben, nach oben, nach oben. Einfach nach oben. Ich setz mal hier eine Fackel. What? Oh, wer wurde? Astra? Wer ist denn Astra? Astrea Havelock? Wurde lebendig begraben? Who the fuck ist das? Es ist keiner auf dem Server. Was? Hier oben ist eine Lücke. Ist es keiner auf dem Server? Bist du sicher? Ja, das ist bestimmt ein NPC. Ah! Okay. Was? Ich wäre fast wieder runtergefallen. Oh, ich dachte, Astrea Havelock hatte ich angegriffen. Ich bin draußen. Ganz draußen? Ja. Okay, dann lass uns zurück zu unserer Burg. Wir müssen die Materialien sichern. Okay. Die ist in die Richtung, wo der Mond ist. Immer dem Mond entlang. Jo. Geht oh, klar, Junge. Wer ist denn Astrea Havelock? Bitte. Das ist ja, ich muss mal was essen, Leute. Astrea Havelock. Sorry, ich hab mich gerade übelst durchgedacht. Was? Wir haben keinen eingeladen. Seriously? Astrea Havelock? Das war bestimmt irgendein NPC, aber seit wann haben viele NPCs Namen? Was ist das? Das ist aber, das hast du auf deinem Minecraft-Singleplayer, hast du ja so ein Mod drauf, ne? Aber ja, hier nicht. Soweit ich weiß, hier nicht. Ah, da ist eine Hütte. Haben wir die vielleicht schon geplündert? Ich geh mal gucken. Ja, geh du gucken und sammle noch mehr Dracheneier. Ja, wir haben ja noch nicht mehr. Ey, wie schon wieder 6 Stück eingesammelt, Baby. Ich bitte dich, ey. Was geht, ey? Wir brauchen mehr Sattel. Wir haben 7 Sattel jetzt, glaube ich. Nee, 8 Sattel haben oh, wir. Oh, eine Eisenschaufel. Reicht ja auch schon. Reicht ja auch schon. Dann hätten wir mit Rednox 9 Drachen. Na, ich meine, das ist schon mehr als genug zu tun. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen, ne? Also. Da gab es ja schon einen Vorschlag. Irgendwas müssen wir, ja, die ganzen Folgen jetzt mit vorproduzieren, müssen wir ja uns was ausdenken. Etwas längeres Bauprojekt, habe ich schon zu Marc gesagt. Sollten wir ja machen. Ja, Baby, wo bist du gerade? Ich fliege Richtung nach Hause, hoffe ich.
Ja, ansonsten guck auf der Karte, ne, wo du das Zuhause markiert hast. Na, ich fliege Richtung die roten Punkte, die ich da unten gesetzt habe. Was anderes habe ich doch nicht. Ja, gut, okay. Dann flieg weiter. Immer geradeaus. Ja, wir müssen ja jetzt, oder wir wollen ja jetzt sehr, sehr viel vorproduzieren aus dem einfachen Grunde, ne? Wir wollen halt nicht so viel Stress haben, wenn wir umziehen, etc. Das hast du schon gesagt. Und wir haben zwar jetzt noch nicht genau einen Plan, was wir in den Sessions alles machen werden, aber wir werden auf jeden Fall, glaube ich, was Größeres für die Drachen machen. So wie es vorgeschlagen genau. wurde in die Kommentare. Irgendwie so eine geile, ich wollte auf fliegende, schwebende Dracheninsel oder sowas. Ja, ich wollte auch auf jeden Fall. Schon angetan. Ich wollte auch auf jeden Fall für Netrovi und ohne Zahn so eine kleine Gruft, sag ich mal, bauen. Ne? Ich wollte noch einen großen Stall bauen, damit wir endlich mal unsere Viecher, unser Vieh unterbringen können. Und dann könntest du ja auch mal vielleicht eventuell nochmal so ein. Ich weiß, das wirst du nicht gerne tun, aber ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, weil ich mir das die Technik nicht angeguckt habe. Deine automatischen Felder da. Ja. Ja, aber das muss man. Naja, aber die automatischen Felder habe ich ja. Ich weiß ja nicht. Ich denke mal, jeder kennt eigentlich, bis auf Susi, glaube ich, die Komplexität der Felder von Gronkh damals, ne? Und ich habe sie einfach runtergebrochen auf das Simpelste. Deswegen ist das auch nicht so kompliziert für uns hier jetzt zu bauen. Ich habe es einfach auf das Simpelste runtergebrochen. Ich habe auch nicht alle Felder miteinander verknüpft, so wie er es gemacht hat, sondern einfach die Felder halt, jedes Feld mit einem einzigen Schalter quasi, damit ich alles abenden kann auf einmal. Und ich denke, so werden wir das dann hier auch machen, weil so komplex wie bei Gronkh, da brauchst du 150 Folgen, um das zu bauen, Minimum. Wow, echt? Ja, der hat, glaube ich, von Folge 7... Ich fand deine schon ziemlich krass. Er hat von Folge 700 bis 800 oder 800 bis 900 irgendwie so um den Dreh hat er gebaut. Nur gebaut, nur gebaut und immer weiter und immer weiter. Also gäbe es kein Morgen mehr. Also die Folgen waren alle nur gebaut an seinem... Ja... An seinem, Ding. An seinem Ding? Ja, du weißt, was ich meine. Hier an seinem Feld. Ich kam nicht drauf. Ja. Ah, komm, ein Eisenbarren jetzt mal hier weg. Ich hab da was... Was sind das hier für markierte Felder, die ich hier dann hab? Ach, das ist bestimmt die Mine oder so. Bin gleich zu Hause. Ja, ich bin auch so gut wie zu Hause. Würde ich mich jetzt nicht von dem Strohmann hier ablenken lassen. Ja, ich dachte, ich nehme mal wieder ein bisschen Strom mit. Unser schönes Plateau, das wir ja auch noch in den Vorproduktionsfolgen dann wirklich endgültig mal fertig machen werden. Versprochen. Hoffentlich. Ja, versprochen. Ich weiß jetzt nicht. Ist noch da. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie lange wir vorproduzieren werden, ne? Naja, Au. Du kennst ja meine Planung. Das können wir ja dann immer entscheiden. Nein, ich meine jetzt. Ja, genau. Ich meine, wir wollten jetzt. Also so, wenn. Mindestens bis Mitte, Ende September mindestens aufnehmen. Mhm. Also Ende. Ich habe ja jetzt so ausgerechnet, wenn wir jede Woche einmal aufnehmen, 2 Stunden und am Wochenende, wenn ich nicht bei dir bin, 4 Stunden aufnehmen, dann kommen wir schon bis zum 4. Januar, wenn wir das so machen. Ja, das ist natürlich sehr krass und sehr weit vorausgedacht, denkt ihr euch jetzt, aber diese Zeit, die brauchen wir, glaube ich, tatsächlich wegen Umzug, ne? Wir müssen ja erstmal Susi hierher holen und wenn sie dann hier ist, müssen wir uns erstmal zusammen eine Wohnung suchen, die alles einrichten, renovieren, pipapo. Sowas dauert halt. Ne? Und wir kriegen dann aber auch super geiles Internet. Das heißt, das Hochladen wiederum ist nicht so schlimm. Und sollten wir eher fertig sein, ich will mich da jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber sollten wir eher fertig sein und super tolles Internet haben, dann könnten wir auch die restliche Aufnahmesession, die wir dann noch überhaben sozusagen, könnten wir dann 2 Folgen am Tag raushauen, damit wir wieder auf dem Jetzt-Stand sind quasi. Also wieder auf dem Stand, wo ihr wieder mitbestimmen könnt. Würde ich jetzt einfach mal so raushauen. Gott, die armen Leute, ey. Ja, ist eine halbe Stunde am Tag quasi. Ist doch auch geil. So. Da wir ja jetzt zu Hause sind, kann ich mal eben kurz was ablegen und dann gehe ich in den Game-Mode, um nämlich die Spenden... Ich lege die direkt in die richtige... Oh, ich bin am Mikro gekommen. Ich lege die direkt in die richtigen Truhen dann dafür rein. Ja.
Denn die Spenden waren 6 Sättel. Game Mode 1. Einen habe ich hier gesehen. 6 Sättel. Sattel. Das ist ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, viermal. Fünfmal. Sechsmal. Ich habe sie jetzt erstmal alle rausgeschmissen aus dem Inventar. Ja, aber da kommen die nicht rein. Ja, ich will erstmal nur, dass die da drin sind. Mann. Frau.